Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal ein Video über meinen neuen Ultra HD Player von Sony, den UBP-X800M2. Ich habe ja eigentlich eine PlayStation 5, mit der ich hier 4K Blu-ray-Filme abspielen kann in HDR. Aber die PlayStation 5 hat ja kein Dolby Vision. Jetzt könnte man sich sagen, aber Mike, dann hol dir doch eine Xbox, die hat Dolby Vision. Aber auch eine Xbox, die neue Series X, hat nicht die Bildqualität, die halt so ein Player von sich gibt. Der hat jetzt gekostet, glaube ich, 270 Euro. Das war das, was ich mir gedacht habe, vom Mittelmaß her, super geile Bildqualität. Was ich so im Netz gesehen habe, ich habe mich wirklich stundenlang damit informiert, so viele Videos geschaut, Bildvergleiche gehabt und ja, mir wurde halt versprochen, mit dem Ding kannst du wirklich noch mehr rauskitzeln. Das ist ein Punkt. Dann ein paar Faktoren, die mir dann wichtig waren. HDR, HDR 10 und HDR 10 Plus. Nicht zu vergessen Dolby Vision. Der Player hat jetzt hier nur, was heißt nur, HDR 10 und Dolby Vision. Der hat kein HDR 10 Plus. Aber die meisten Filme, das ist bei Filmen auch sehr wichtig, die haben halt Dolby Vision. Dolby Vision und HDR 10 Plus, das sind so die verschiedenen Modelle, sage ich jetzt mal, die sich da hier so ein bisschen bekriegen. Bekriegen ist vielleicht das falsche Wort, es gibt ja auch Player, die können beides. Aber das ist der entscheidende Punkt und vor allem auch bei einer 4K Ultra HD, wenn du dir eine kaufst, du möchtest die allerbeste Bildqualität. Du möchtest wirklich eine Disc haben, einen Film in wirklich echten 4K. Dann brauchst du HDR 10, HDR 10 Plus oder Dolby Vision. HDR 10 Plus und Dolby Vision ist einfach das Höchste vom Höchsten. Mehr geht auf eine Disc nicht drauf. Und es gibt halt viele alte Filme vor allem, die wurden mit schlechter Kamera gefilmt, die wurden dann nur hochskaliert in falschen 4K, natives 4K. Und diesen Unterschied merkst du, vor allem wenn du so eine fette Glotze am Start hast. Infos zu der Glotze, bestimmt hier irgendwo verlinkt, gönn dir. Und diese Glotze ist halt wirklich das ganze Gesamtpaket wert, um das Allerbeste rauszuholen. Und so ein Fernseher, so ein OLED, der lebt einfach von der geilen, heftigen Bildquelle. Du musst dem echt eine Quelle geben. Wenn du jetzt hier mit einer PlayStation 3 daherkommst, ja, der Fernseher lacht dich aus und denkt sich, hey, was ist denn jetzt los? Weißt du, was ich meine? Du musst wirklich das Beste bringen. Spielemäßig, die PlayStation 5, ey, Wahnsinn, was für ein Bild von den Spielen her. Unglaublich, absoluter Flash. Ich bin echt sowas von gefangen und begeistert. Und jetzt bei den Filmen, hoffe ich, dass der mich jetzt auch voll abholt. Daher mache ich jetzt mal den Test. Schließe ihn heute an und dann eine Woche drauf mache ich ein Video weiter. Also ich schließe mich hier dann gleich mal an. Ich mache jetzt hier gleich mein Ende und dann gebe ich euch mein Feedback dazu, was ich davon halte. Wichtig dabei natürlich, wie gesagt, Filme in Dolby Vision brauche ich für das Teil. Nicht HDR 10 Plus, weil das kann es nicht abspielen. Und da habe ich jetzt mal ein paar Filme hier. Matrix Revolutions zum Beispiel. Dolby Vision steht immer hinten auf der Disc drauf. Da kannst du dich auch im Internet dann informieren, welcher Film was hat und was nicht. Aber du siehst es ja hinten auch drauf. Der hier zum Beispiel hat kein Dolby Vision oder HDR 10 Plus. Das ist dann halt kein richtiges 4K. Das ist halt sehr wichtig. Der Hobbit zum Beispiel, die Trilogie. Ich habe den zweiten und dritten Teil, glaube ich, nicht zu Ende geschaut. Das ist dann auch nochmal ein Fest. Ein Festmahl der Filme. Dann hier noch Planet Erde 2. Auch kein Dolby Vision. Da bin ich etwas enttäuscht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber da bin ich dann halt auch aufs Bild gespannt. Und ja, HDR sind diese alle, aber manche lügen dich ein bisschen an. Das ist das Fiese bei diesen 4K Ultra HD. Ich habe mir nämlich ein paar angeschaut. Wie gesagt, bei der PlayStation 5, die haut dir sowieso nicht das allerbeste Bild um die Ohren. Das soll jetzt der hier machen. Und daher, ja, was soll ich noch sagen? Ich spule einfach mal vor und gebe euch dann mein Feedback, wie es noch ein, zwei Wochen aussieht, wenn ich die Filme durch habe, oder?
was man schon mal beachten muss, es ist kein HDMI-Kabel mit dabei. Also das muss man sich vorher schon mal selber besorgen. Ja, ansonsten hier alles easy, einfach das HDMI-Kabel reingesteckt. Ja, schon kann es eigentlich auch losgehen. So, ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Filme getestet. Matrix Revolution, ey, mega. Dolby Vision hat das Teil. Planet Erde 2, kein Dolby Vision, aber trotzdem das Bild unglaublich gut. Ice Age 5, auch kein Dolby Vision, aber der Sound, das Bild, Killer, Alter, Killer. Meine neue Soundbar noch dazu, jetzt habe ich wirklich für mich perfekt. Perfekt ist schon so ein Wort, ne, ihr wisst schon, es geht natürlich immer noch besser, wenn du ohne Ende Kohle hast. Aber das Setting, was ich jetzt so habe, ich persönlich bin absolut begeistert. Und jetzt hier nochmal zu diesem Player einfach. Der UBP X800 M2. Wow, Alter. Also wenn du dem wirklich eine Disc gibst, ne, mit Dolby Vision, du wirst diesen Unterschied merken. Ne? Ich habe bei der PlayStation 5 zum Beispiel immer wieder so körnige Schatten oder Lichteffekte oder sonst was, Hintergründe, wo man sieht, hey, das ist so körnig, so ein bisschen rauschig, wo ich mir denke, man ist schon ein bisschen pingelig da. Das muss ich wirklich zugeben. Ne? Die PlayStation 5, ihr wisst ja, die hat schon Power. Und die macht auch schon ein schönes Bild. Aber im Vergleich zu dem, also ich persönlich sehe den Unterschied, vor allem auf meinem 77 Zoll Fernseher. Das ist ja nochmal das Ding, gell? Die Größe. Die Größe ist da schon auch entscheidend. Ne? Und was das Teil einfach alles kann, gell? Ultra HD Blu-ray, 4K HDR, HDR 10, Dolby Vision, Streaming-Service in 4K, Netflix und YouTube. Das habe ich natürlich auf der PlayStation auch, das habe ich auf meinem Fernseher mit meinen Apps, das ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Was hatte ich hier noch? Ich habe hier noch was, was ich alles abspiele. Ne? Blu-ray 3D-Filme zum Beispiel. Mein Fernseher hat jetzt, glaube ich, gar kein 3D, aber von 3D bin ich mittlerweile auch schon weg. Mein letzter Fernseher hatte 3D, habe ich nie geschaut. Der 3D-Effekt fand ich fürs Kino cool, aber zu Hause hat er mich nicht so wirklich abgeholt. Das war mir, die Brille ist halt nervig, verstehst du? Das ist so, wie wenn du mit einem Film einen Film anschaust mit einem Headset, mit einem Kopfhörer. Also das ist auch, es ist cool, aber es ist ein bisschen nervig einfach. Ne? DVDs, Blu-ray-Discs, Kompaktdisc, Audio-CDs, Wi-Fi Setup, DTS HD, HDMI, AVC HD, ich weiß jetzt nicht, was er alles für Videodateien abspielen kann, da habe ich noch nicht so rumprobiert, aber ich glaube, das beste Bild bekommst du eh sowieso, wenn du eine Disc hast, ne? Weil ansonsten musst du es dir eh irgendwie wo runterziehen, also, und dann brauchst du echt, so ein Film hat, glaube ich, an die 80 GB, wenn du wirklich einen 4K-Film haben willst, das ist dann auch nochmal eine krasse Sache. Nein, also ich bin echt begeistert. Guckt euch einfach mal auf Amazon die Rezensionen dazu aus, was die Leute dazu schreiben. Der schneidet gut ab und ich würde dem auch 5 Sterne geben. Echt. Ich bin nicht so ein Typ, der dann 4 geben würde. Der hat 5 verdient. Meiner Meinung nach hat der wirklich 5 verdient. Und wie gesagt, ich habe wirklich den Vergleich zur PlayStation 5 zu dem Teil und ich sehe den Unterschied, dass dieses Teil echt für 270, 50 Euro um den Dreh wirklich ein unglaublich besseres Bild rausholt als die PlayStation 5, ne? Was jetzt hier Videos angeht. Die kann ja nur Video abspielen. Ne? Mega, mega geil, absolute Empfehlung. Checkt aus, gönnt ihr unten, Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten, ja, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.